Und da sind wir wieder hier zum letzten Akt heute mit The Evil Within, The Executioner. Und ich bin nicht alleine, ich habe eine Gästin. Hallo. Sagt man das so? Ja, Gästin, ich bin schon wieder da. Gästin. Katharina, a.k.a. Cat, die ja leider bald weg ist. Ja. Ganz bald, ne? Eigentlich in einer halben Stunde offiziell eigentlich, in einer halben Stunde. Pünktlich zu Janiks Geburtstag. Genau, Janik hatte nämlich Geburtstag und es ist quasi, also die Spiele, die Gäste, alles eine reine Party heute hier. Guck mal, man sieht uns, glaube ich, gar nicht mehr. Doch, ich glaube schon. Also ja? Zumindest die Regie hat mir versichert, dass sowohl das Bild, was wir in der Kamera sehen, als auch das Kontrollbild, dass die beide deutlich dunkler wären als das, was gesendet wird. Gut, wir sehen also, nämlich ungefähr nichts. Genau, das kann man so sagen. Hast du ein Faible für Gruselspiele? Ich habe ja ein Faible für Grusel, obwohl ich ein totaler Angsthase bin. Deswegen habe ich auch den Hasen hier jetzt im Arm. Ich habe nämlich oben schon geguckt und Colin sitzt da so, redet über Architektur und Tapeten und so. Und dann kämpft er gegen irgendwen und ich eben schon so, wow, was macht er da? Ungefähr so. Also ich bin echt so ein bisschen... Ja, dann sei froh, dass du bei Slender nicht hier warst, denn Slender war Slender The Arrival vorhin, das war echt eine ganz harte Nummer. Ja, das habe ich ja letztens schon zugegeben, als ich mit Gregor den Retro-Club gegeben habe. Ach so. Dass das das erste Horrorspiel war, bei dem ich echt geweint habe. Das ist eine Belastung. Irgendwann kippt das wahrscheinlich, stimmt. Also geweint habe ich noch nie, aber ich kann mir das vorstellen. Ich war, glaube ich, auch kurz davor. Aber es war auch mehr so, kennst du dieses Heullachen? Wenn du so doll... So also verzweifelt. Wenn du dich, so wenn du dich gleichzeitig irgendwie... Ja, weiß ich nicht, dir wehtust oder du bist so erschrocken und gleichzeitig musst du so doll lachen. Ja, das ist ganz schön schlimm, da kommt man schwer wieder raus. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie es gewesen sein muss. Hast du Evil Within gezockt zufällig oder ist es an dir vorbeigegangen? Ich bin jetzt ein bisschen, also wir haben ja erst seit 2-3 Wochen eine PlayStation 4. Ah. Und ich habe gedacht, das wäre so ein super Spiel, um das mal so einzuleiten. Also wir haben jetzt ein Bundle genommen, wo Bloodborne dabei war, weil ich das auch sehr gern spielen wollte. Ja, das ist deutlich besseres Spiel. Und natürlich als Vorbereitung für The Witcher. Mhm. Auch das deutlich bessere Spiel. Und eigentlich zählte Evil Within auch zu unserer Liste, aber irgendwie... Ja. Weiß ich nicht. Es ist leider... Also es ist jetzt keine... Ist also eine Enttäuschung wieder mal gemessen an den Erwartungen. Also viele, viele Horrorfans, auch meiner einer, hatte eine unglaublich hohe Erwartung an dieses Spiel. Weil das ja eben vom Resident Evil-Erfinder so das große Comeback nach ganz vielen Jahren, ja. ohne Zombie- und Horrorspiele. Und das sah auch immer super aus und es wurde promoted und die ersten Trailer, das sah alles schon toll aus. Und das Spiel dann war leider eben nicht so hundertprozentig gut. Es ist kein schlechtes Spiel, das kann man jetzt wirklich nicht sagen, aber man kann auch drauf verzichten. Es sei denn, man ist irgendwie ein ziemlich harter Fan und ich bin ein ziemlich harter Fan. Ich hab's gespielt, ups. Ich hab's auch gerne gespielt, aber... war unterm Strich dennoch enttäuscht. Meine Erwartungshaltung war einfach sehr, sehr hoch. Ich fand den Trailer auch einfach sehr gut. Ja. Also als ich den gesehen habe, dachte ich so, krass, was muss da alles kommen? Ja. Und so war es leider nicht komplett. Kann man schon spielen. Kann man spielen. Also die DLCs sind, zumindest die ersten beiden DLCs, sind meiner Meinung nach fast besser als das Hauptspiel. Und die sind sehr stealth-artig, haben gute Ideen, gehen flott voran und alles. Und auch dieser DLC ist jetzt leider bisher extrem einfach. Das kann man vom Hauptspiel nämlich nicht behaupten. Das war ganz schön knifflig. Teilweise auch frustrierend, weil es einfach so bescheuerte Scriptings hatte. Aber The Executioner, ich glaube, bin ich überhaupt mal gestorben? Ich weiß es nicht mehr. Die eben hast du auf jeden Fall ganz locker weggeputzt. Das war schon zu leicht. Also, weil so... Ich mag es ja... Ist ja auch in Ordnung, wenn es mal nicht super todesschwer ist, aber irgendwie... Es sollte so einen gewissen Anspruch, genau. Oh, guck mal, wer da liegt. Musst du das auch immer machen? Kennst du das? Dieses Bedürfnis zu gucken, ob irgendwas, genau. Spritzt da noch Blut oder ist das, man weiß ja nie, steht es nochmal auf. Hier ist also die Tochter hin abgehauen. Ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr, wie das jetzt hier im Hauptspiel war. Also das war vom Artdesign toll. Das hatte sehr viel Abwechslung. Grusel-Level, Gruselwälder, Katakomben, Horrorvillen, all solche Geschichten. Das war schon sehr vielseitig. Labors, alles, was das Herz begehrt. Aber es war einfach spielerisch nicht so super ausgereift. Diese schönen Münzen da immer, ne? Mhm. Ja, die brechen dann so ein bisschen mit der... Oh, hier ist wahrscheinlich wieder so ein Arena-Kampf. Soldat ist das nächste Testobjekt. Also sind immer quasi die Bossgegner, die uns hier erwarten. Wir sind nämlich hier reinversetzt worden, unsere vermisste Tochter zu holen. Ah. So absurd das klingen mag. Und dazu müssen wir eine Reihe von Mördern eliminieren, die unserer Tochter Böses tun wollen. Was natürlich vollkommen nicht geht.
Und der nächste Gegner heißt jetzt Elf, weil der davor 10 hieß. Ist das wirklich so? Nein, nein, dieser Gegner heißt jetzt Soldat. Ach so, tatsächlich. Okay. Ich habe nämlich mich schon oben gefragt, ob er dann 1 bis 9 schon besiegt hat, wenn jetzt 10 kommt. Das ist eine absolut legitime Frage, aber da muss ich dich leider enttäuschen. Der heißt tatsächlich Soldat gerade. Ich glaube, das waren so Laborzüchtungen, das waren so freakige Zwillinge, so, die so ein bisschen mutiert sind, in die Größe gewachsen, nicht hirntechnisch, aber körperlich. Und das war dann ein ganz charmanter Bosskampf, aber auch nicht wirklich genial. Es gibt ja so schöne Grusellabyrinthe und so, auch in echt. Mhm. Es gibt in der Nähe von Kiel was, das nennt sich Villa Fernweh oder so. Oder Villa Fernsicht heißt die. Und da kann man eben auch Teil eines Grusel-Adventures sein sozusagen und macht das dann mit Schauspielern, die eben dort sind. Ach, wie geil. Aber das ist quasi eine Dauerinstallation, ja? Ja, genau. Die ist immer, also die haben irgendwie immer eine Sommerpause oder so, aber haben eben auch so ein bisschen wie das Hamburger Dungeon, haben eben immer eine Zeit, wo sie dann eben auch da sind. Und das ist witzig. Und da habe ich nämlich dran gedacht, weil die sind auch alle nummeriert. Also du musst dann den verschiedenen Leuten folgen. Und die heißen halt auch 1 bis 13 oder so, bis du dann zur bösen Königin kommst. Und die ändern halt jährlich ihr Programm. Das finde ich aber cool. Also das ist ziemlich cool, so interaktive Geschichten quasi, die man in einer guten Atmosphäre so erlebt. Also es ist natürlich auch für jung und alt. Mhm. Also so ein hartgesottener Grusler wie du wird sich gar nicht so erschrecken. Aber ich glaube, man hat schon gemerkt heute Abend, dass ich mich durchaus sehr gerne und sehr viel erschrecke. Aber das hätte ich auch dazu. Sehr gerne und sehr viel gesehen. Ja, ne, vielleicht auch nicht. Jetzt. Er hat's verdient. Das war einer von den Bösen. Außerdem brauche ich das Geld. Sieht so ein bisschen aus wie die dicken Viecher aus Last of Us. Ja, wie stimmt. Diese Blurper, wie auch immer die heißen. Ja, ich weiß auch nicht, wie die heißen. Wie fandst du denn eigentlich Last of Us? Das ist ja auch so ein Spiel, wo die Meinungen teilweise durchaus durcheinander gehen. Ich gebe zu, das habe ich nicht selber gespielt, das habe ich nur zugeguckt. Mhm. Das hat mir aber alleine vom Zugucken schon sehr gut gefallen. Also das wäre auch so ein Titel, den ich mir auf jeden Fall nochmal selber vornehmen würde. Das lohnt sich auch. Ich glaube auch in der Remastered-Version, wenn du sagst, frisch gebackener PS4-Besitzerin, ist das ja schon nochmal eine Reise wert. Unterscheidet sich das viel? Also sind da noch irgendwelche Features dazugekommen? Ja, es sind ja die DLCs dabei, also die erweiterten Zusatzgeschichten. Ah, okay. Und grafisch wurde das Ganze auch nochmal aufgebohrt. Also jetzt nicht so edel aufgebohrt wie GTA jetzt zum Beispiel, GTA 5. Aber es ist schon sehens- und spielenswert, weil es einfach, und das ist halt das Wichtigste, ist einfach ein extrem... Ja, es gibt auch, ich kenne auch Leute, die es nicht mögen, aber es ist schon ein aufregendes Spielerlebnis irgendwie, weil es von der Story, von der Optik, von der ganzen Geschichte... einfach gut gemacht ist. Also ich habe schon großen Spaß gehabt und fand es sehr, sehr geil. Und konnte da vielleicht die spielerischen Schwächen oder die... Oh, Alter, Satanspriester, was geht hier ab? Der muss erstmal exekutiert werden. Uiuiui. Muss ich doch mal zwischenzeitlich kurz... Bam. Ein bisschen konzentrieren, wenn auch nicht so wahnsinnig viel. Aber hier war noch sogar noch Health. Sehr die gut. Die sind halt relativ schnell kaputt irgendwie, ne? Ja. Vor allem, weil die auch... Ne, extrem langsam, was eigentlich auch ganz angenehm ist, angreifen, wenn überhaupt. Und dann kommt da irgendwie Marmelade raus. Genau. Ja, die haben es aber, wie gesagt, was war das jetzt gerade für ein komischer Move? Und mach ihn fertig. Ich habe die ganze Zeit Angst davor, dass die explodieren. Ja. Mit so einer unglaublich nervigen Explosionsdruckwelle einen durch den Level pfeffern. Das hasse ich ja immer. Und das hasse ich sehr häufig. So Explosionsgegner. Wo man dann das erste Mal nicht mit rechnet und ja, dann genau, nach denen ja. krepiert, wo sie dann noch schwer sind. Und dann trifft man die aus Versehen und denkt so, nein. Na komm. Ich möchte die jetzt ja auch nicht mal beide, weißt du? Nee, kann ich beide? Nee, schade, leider nicht. So. Ja, oder beide diese Stacheln pfeffern. Das hatte ich jetzt. Die explodieren. An die erinnere ich mich doch aus den anderen DLCs. Bevor sie weiß, was los ist, kriegt sie schon den Hammer auf den Kopf. Aber die ist ja eh schon tot, deswegen das tut ihr jetzt auch nicht mehr weh. Nein! Lass mich raus aus der Ecke. Ich hab doch noch meine Kettensäge. Warum erinnere ich mich da nicht dran? Nein!
jetzt. Ach komm, jetzt bin ich da selbst. Oh. Mann, jetzt wollte ich noch ein bisschen stylisch. Ne, du weißt, was ich stylisch machen wollte. Vor lauter Kettensägen, Freunde. Ja, echt toll. Jetzt hatte ich mich gerade gefreut. Ach, jetzt bin ich da nochmal reingegangen. Ah, egal. Das war jetzt auch, aber... Es klappt nicht mehr. Das Spiel ist nicht... Nein, liebe Regie. Das Spiel hat nicht dieses Gruselpotenzial. Einfach jetzt drauf, Herr Mann. Vielleicht, wenn ich gerade nicht geredet hätte. Oder hätte reden wollen. Ich weiß nicht. Bei Slender war ich so in so einer Daueranspruch. Ups, das ist ja noch einer. In so einer Daueranspannung tatsächlich. Ach, da haben sie es schon versucht. Ja, das hat auch geklappt. Da waren die permanent dabei, um das noch zu steigern. Die Schweine, hätte ich fast gesagt, aus der Regie. Das hat ordentlich, das hat gut funktioniert teilweise. Also, aber hier ist einfach, bei Evil Within merkt man sehr schnell, also auch im Hauptspiel, es ist blutig, es ist alles Mögliche, es ist eklig, aber es ist nicht wirklich gruselig. Es ist einfach manchmal so ein Stress, den man da vielleicht hat, aber keine wirkliche Angst oder Panik. Und das kann man jetzt, glaube ich, auch für diesen DLC so unterschreiben. Ich glaube nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass du gerade hier ängstlich neben mir sitzt und denkst, oh, noch nicht. Wann ist dieser Albtraum vorbei? Warte noch auf den nächsten Boss. Wenn Elf kommt, meinst du? Ja. AKA der Soldat. Er ist tot, oder? Ja. Das wird ja ein bisschen. Ne, die Kettensäge hole ich nachher. Das ist nur das Zombie-Spiel, wo du dich auch mit dem Rasenmäher umbieten kannst. Das ist auch eine Kettensäge. Ist das aber Zombieland gewesen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also es gibt eins, wo du das definitiv kannst, das aber auf dem Index steht. Deswegen ich jetzt nicht mit. Man macht sich aber schnell strafbar, indem man da vermeintlich Werbung für macht, für etwas, für das man keine Werbung machen darf. Aber ich glaube, Rasenmäher gibt's bestimmt in einigen Spielen, würde ich sagen. Ist es das in dem Kaufhaus? Meinen wir dasselbe? Ja, wir meinen, glaube ich, dasselbe. Okay. Sagen wir mal so, das ist in Deutschland jetzt nicht überall so gut angekommen. Jetzt hast du das, gehabt, ne? Komm! Ah, sehr gut. Sind mir eigentlich die Münzen erhalten geblieben, die ich quasi aus dem ersten Arena-Kampf erbeutet hatte? Frage, ne? Dann hätte es sich ja wenigstens gelohnt, jetzt dieser Neuversuch. Aber die sieht man auch nicht direkt, ne? Nee, die kriegt man immer noch. Genau, beziehungsweise kriegst du halt jetzt angezeigt, wenn du sie einsammelst. Ja, aus dem Geburtskanal geflutscht und schon ist Action angesagt. Komm. Bam. Wie stehst du so zu Splatter-Effekten in Videospielen oder Gewalt in Videospielen? Ganz schwieriges Thema, oder? Ich finde, es kommt drauf an. Also für mich muss es immer nicht so ein... Ja, so ein Overload sein, wie das hier ist. Ja. Also, dass du wirklich... Das sprudelt ja eigentlich nur. Kann man so sagen, ja. Ich finde, das ist viel effektiver, wenn es jetzt tatsächlich ums Gruseln geht, wenn das ganz eben gut gemacht ist und ganz, ja, minimalistisch eingesetzt ist. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also, ist halt einfach, das kann man nicht anders sagen. Oftmals ist es natürlich einfach nur... Ich meine, wer Bock hat, da einfach die ganze Zeit drauf zu hauen und dann ein paar schöne Farben zu sehen, so, der wird da bestimmt Spaß dran haben. Ja, ich muss ja sagen, so einen gewissen... Also wenn du schon mit so einem fetten, schweren Hammer zuhaust, dann wäre es halt auch relativ schwierig oder vielleicht auch unbefriedigend, wenn es dich ein bisschen fetzen würde, sag ich jetzt mal. So harmlos, wie ich kann. So, das hatten wir jetzt geklärt. Ich wollte aber doch eigentlich woanders rein. Warte, wir können vielleicht noch einmal investieren gehen. Wozu haben wir jetzt... Die 105 Taler wollen jetzt wohl investiert sein. Du darfst dir jetzt auch das Upgrade überlegen. Hauptsache, es ist nicht die Stacheldrahtfalle. Und auch nicht das Dynamit. So, wir könnten die Kettensäge... Nein, also noch nicht. Oder ich habe noch nicht freigeschaltet. Wir können die Treibstoffeffizienz hier verbessern oder sie einfach stärker machen. Das ist machbar zum Beispiel. Molotow-Cocktails, langweilig. Habe ich keinen Bock drauf. Wir können natürlich auch einfach unsere Lebensanzeige erhöhen. Oder unsere Verteidigung. Ich bin ja immer ein Fan von Lebensanzeigen. Ja? Willst du Lebensanzeige? Weil ich lieber drauf hau, anstatt dann irgendwie, oh, jetzt muss ich erstmal zurück, weil meine Verteidigung und so. Okay, dann für dich gibt es jetzt
voll abgegradet unsere Lebensenergie. Und können wir jetzt noch was für die Kettensäge kaufen? Ich guck mal, ob wir noch genug Penunzen haben. So, nee, leider nicht. Fünf fehlen uns zum Glück. Aber wir könnten noch eben vielleicht einfach den... Damit ich ein bisschen schneller laufen kann. Weil da habe ich bisher noch gar nicht investiert. Vielleicht ist das ein wenig geschmeidiger dann. Ja, es fühlt sich jetzt... Ehrlich gesagt... Viel schneller. Ja, vergleichbar behäbig hätte ich jetzt... Moment, da sind wir doch erst hergekommen. Da war doch der... Da war doch die Arena. Da war der Save-Punkt. Da bin ich ursprünglich hergekommen. Was bedeuten muss, ich habe hier irgendetwas... Das hat mich, die ganze Arena-Kämpfe haben mich jetzt derart abgelenkt. Ah, nee. Hier. Ist da noch eine Tür. Ah, da war doch was. Diese Erinnerung, die ich hier losschicke, die bringt manchmal so Geheimnisse hier dann. Oh, schön. Ne? Schön. Tagebuch der Tochter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Tochter ist nämlich nah vorm Wahnsinn. Und da kann nur der, ja, der völlig normale Vater mit dem Tresor auf dem Kopf und dem fetten Schlachterhammer. Warum hat er diesen Tresor auf dem Kopf? Das weiß ich auch nicht genau. Und warum reißt er sich den dauernd ab, wenn er einen neuen Tresor findet? Weil das besonders cooler, er kann dann, kann warpen. Er kann quasi von einem Tresor zum nächsten warpen. Hauptsache, sieht cool aus. Oh. Da liegt schon jemand. Wetten, das wird ein unglaublich stressiger Moment hier noch werden. Ich hab das Gefühl. Sieht heiß aus auf jeden Fall. Ja. Und es wird irgendeine... Das ist bestimmt so ein Treffer und du bist tot, Ding. Was auch in Ordnung ist. Also wenn... Okay. Das geht zu. Haben wir es gewusst? Ja, ich hätte eigentlich gehofft, ich hätte es geschafft. Aber wir haben gewusst, aber ein Treffer jetzt tot. Beim anderen noch. Ja. Bist du nicht so alleine? Nein! Wieso? Kannst du mir bitte schön erklären, warum der Rücksetzpunkt jetzt vor dem Arena-Kampf ist? Oh, und man reflexartig, weil ich nichts gesehen habe. Oh nö. Ich hoffe, ich kann ja auch sterben. Ich lass mich jetzt hier umbringen, das ist ja albern. Was soll das denn? Weißt du, man sieht X und reflexartig drückt man X. Gut, dass wir eben die Lebensenergie noch aufgefüllt haben. Mhm. Ja, bring mich um. Komm. Mach. Ich trau mich nicht, sag ich. Ja, echt. Oh nö. Du zuerst oder erst soll ich jetzt schlagen oder? Komm, pack mich. Ach komm, er macht es. Ja. Ich wehre mich auch nicht. Ich wehre mich auch nicht. Zerquetsche mich einfach. Sehen wir vielleicht nochmal einen schönen neuen Splatter-Effekt. Hä? Oder hat sich selber... Okay, er hat sich... Was ist das Er hat denn? Sich umgebracht. Er hat die Pocken genutzt, um mich fertig zu machen. Also, wenn wir jetzt wieder lebendig werden, Colin, drücke nicht X, auch wenn es angezeigt wird. Das ist doch scheiße, sowas. Das mag ich nicht. Ja, es ist gemein. Ja, es gibt gar keinen Sinn. Ich hätte ja überall in diesem Raum wieder... teleportiert werden können oder wiedergeboren werden können. Am besten direkt vor diesen Stäben. Ja, zum Beispiel. Ja. Vor der Tür, aber doch nicht bitte da, wo ich quasi interagieren muss, um jetzt in einen Arena-Kampf zu kommen. Das ist doch irgendwie total dämlich. Sieht das nicht hier, ne? Drücken. Oh, genau. Also, da haben die jetzt... Das ist doch... Das, was haben die sich denn dabei gedacht? Nichts. Oder wenig. So, auf geht's zum nächsten Streich. Da waren wir drin. Hier kommen wir bestimmt auch durch, weil es derselbe Weg ist. Hier rechts sind jetzt die Glühsträbe. Okay, dann schauen wir uns das Pattern nochmal an. Kann ich da in der Mitte? Ach, du, guck mal, ich glaube, du hast da ein Stück, ne? Ja, ja, genau. Muss man halt nur irgendwie abschätzen. Genau, ja, das ist wieder das Problem bei Ego-Perspektive. Ging dann aber. Ging. Aber war natürlich schöne optische Täuschung mit diesem hellen Sch- So, was passiert hier? Kommst du raus? Ne, du bist hinter Gitter. Ist das zeitlich begrenzt? Ich trau dem Braten auch nicht so ganz. Okay, renn mal. Also, das ist auch so ein Ding von Evil Within, war eben unglaublich viel Learning by Doing. Also wirklich, die Entwickler haben dir exakt vorgegeben, was du wie, wo, wann zu tun hast. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du quasi keine Chance. Du musst erstmal rauskriegen, was wollt ihr eigentlich von mir ganz genau. Okay. Und dann ging's. Und das war echt, das ist so eine Sache. Das ist auch ein bisschen schade, ne? Total. Komm ich hier? Es ist halt schön herausfordernd, wenn du weißt, es gibt irgendwelche Goodies, wenn du irgendwas besonders löst.
Und das kann dir im weiteren Verlauf helfen, aber wenn es nötig ist, ist es natürlich... Ja, das war einfach total... Das, wie du sagst, das kann cool sein, wenn es Goodies gibt. Es kann auch cool sein, wenn das einfach... wenn du das Gefühl hast, es ist irgendwie smart gemacht, aber nicht, wenn du das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt gelernt, ich muss dreimal jetzt beim Bossgegner links vorbeilaufen. Ach, jetzt bin ich wieder tot. Okay, beim nächsten Mal laufe ich rechts rum. Und du einfach so nach, ja, genau, und nach... Und das dann aber auch noch mit so einer zähen Steuerung, schlechter Übersichtlichkeit und sonst was. Also auswendig lernen in Spielen kann ja auch cool sein, wenn du so gerade so klassische Ballerspiele oder sowas nimmst. Mhm. Da ist es ja oftmals die Herausforderung, dass man sich einfach merken kann, wie das Pattern war, ne, vom Boss. Oder von wem auch immer. Aber hier, das war einfach nicht gut designt. Oh, das wird unser nächster Bossgegner. Uiuiui. Soldat, ja, ja. Sieht schon gut aus. So, hier ist aber auch nichts mehr zu wollen. Dann gehen wir mal rein. Soldat, ich werde nicht müde. Ah, das haben wir jetzt keine Zeit mehr zu... Ich glaube, wir haben nämlich sowieso nicht mehr so viel Zeit, deswegen müssen wir jetzt hier schnell reinkommen. Panzerfaust-Sadisten, ach du Scheiße. 2 Minuten noch! Andererseits, der letzte Bosskampf ging auch sehr schnell. Mal gucken, Panzerfaust-Sadist klingt so ein bisschen nach Fernkampf, der einen total nervt, weil er einen zurückwirft. Ach, das ist der Bruder von einem Kettensägen-Sadist. Ich glaube, also, es auch schon. Ja, ja. Okay, der kommt jetzt. Oh, der ist aber ganz schön fix. Boah! Was ist hier drin? Eine Münze? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist Über er denn? Dir. Okay. Oh. Nein. Doch nicht. Ach doch, das ist dieses so ein Ding. Das Gute ist, dass in dem Moment, ne, hier gerade... Kann er nichts machen. Genau, wo die Sequenz läuft, dann treffen mich seine Kugeln nicht. Oh, er schießt. Oh Gott. Oh, siehst du, es fängt schon an. Und bam, Hammer, oh. Hammer. Ey, komm, mein... Er ist runtergefallen. Oh! Ich habe gerade gedacht, wer schießt zuerst? Er hat die Kettensäge geschnappt von seinem Bruder. Hoffentlich nicht deine. Was? Ich würde sagen, Bossgegner ist besiegt. War mit den 2 Minuten auch gar nicht so schlecht. Krass, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber Bossgegner ist besiegt. Super Timing, sagt die Regie. Wunderbar. Cat, es war schön, dass du hier warst. Letzte Take, letzte Minuten hier bei uns. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Solange wir uns ja auch noch kennenlernen durften, fand ich es ganz wunderbar und angenehm. Deswegen nochmal einen Riesenapplaus im Chat, bitteschön, für die liebe Cat, die uns eben heute verlassen wird. Und einen großen Applaus für den Yannick. Ist es denn schon 12? Nein, ist noch nicht 12. Der hat gleich Geburtstag. Da werden wir uns auch schön einen wegpicheln. Da dürft ihr auch hier ganz viel gratulieren. Und genau, ganz viele Herzchen in den Chat. Ganz viele Herzchen und ganz viel gratulieren, ganz genau. Haben sie nämlich alle beide verdient. Ja, Evil Within ist in Ordnung. Das Ganze kostet, wie gesagt, 5 Euro. Ich weiß nicht, wie umfangreich es wird. Ich habe einen Test gelesen, da stand so 3 Stunden. Wir haben jetzt vielleicht zusammen so anderthalb knapp gespielt. Für 5 Euro kann man schon machen. Also kein Mega-Burner, kein Muss, auch weil es die Story nicht wirklich ergänzt. Aber ich fand es in Ordnung. Ja, es gibt Hammer, Raketenwerfer, Kettensägen. Finishing Moves. Das alles, was man alles, so braucht. Alles, was das Herz begehrt. Ja, begehrt. Und damit sind wir auch schon am Ende, liebe Regie. Ne? Ist das jetzt wirklich so? Oder wollt ihr nur früh Feierabend haben? Okay, dann danke, dass ich nochmal da sein durfte, ja, trotz danke, der Attacke eben. Ja, passt schon. Ja, ihr habt es ja mit Apfelschorle und Chicken Nuggets wieder gut gemacht. Klar. Das war so. In diesem Sinne, liebe Freunde, macht es gut. Bis zum nächsten Mal und ja, ein schönes Wochenende bzw. eine erfolgreiche Nacht. Die Jagd